zurück zu Risen 2. Ja, in der letzten Folge haben wir uns hier ein bisschen noch weiter im Dorf umgeschaut. Wir haben jetzt hier mit den Sammlerinnen geredet, haben die Opfergaben aufgeholt, waren schon hinten im Tempel. Und jetzt mal schauen, da hinten ist ein Krokodil. Ich würde das Krokodil nochmal versuchen. Ja, moin. Okay, die Tank! Die ist jetzt nicht tot, oder? Steh auf! Bitte! Mach schon! Feuert ihr das Krokodil an! Lass mich in Ruhe! Wir können ja darüber reden. Oh. Sei ein braves Krokodil. Hopp. Hopp. Braves Krokodil. Uiuiui. Bitte, die ist nicht tot, ne? Okay, ich muss laden, die ist tot. Nee, das ist, ich weiß nicht, ob das ein wichtiger NPC ist, vielleicht brauche ich sie noch. Deswegen ist das nicht so sicher. Muleke Pasavi Maloche. Komm. Krokodilchen. Okay. Nee. Aua. Uiuiui. Hopp. Jetzt muss ich ein bisschen... Was? Ich hab doch gedrückt! Scheiße. Das läuft sehr gut, ja. Oh, wie ging das denn? Ja. Ich will die Frauen hier auch nicht als Tank missbrauchen. Das ist, ja. Oh, wie das schon angekommen, Alter. Uiuiui! Aua! Mädels, ich schütte mich! Oh, ich bin nicht da. Oh, ich wollte nicht. Lass mich in Ruhe! Hopp! Komm! Nein! Da! Das gibt's nicht! Scheiße! Ja, ein Schlag, ey. Mann. Oh, das ist echt, ja. Wir schaffen das. Onoraka. Das gehört zum Spiel dazu, das Failen. Komm.
Alter! Ja! Ja, ich kann nicht aus, der weicht nicht aus der Trittschnur! Da kann nichts dagegen machen, der trifft dich durchgehend. Den kann ich abwehren. Mach schon! Lächerlich. Da! Ey, es... Mann! Komm schon! Warum greift sie dir nicht mal vorher an? Ich meine, wenn der Haarfleisch ist, dann kriege ich ihn richtig schnell tot. Wenn er die anderen angreift, dann kann ich mich nicht mehr auf Angriff konzentrieren. Mann, ich hätte das vielleicht vorhin schon machen wollen. Ich krieg den Tod. Ich bin dafür. Ich schaff das. Also manchmal trifft er wirklich komisch. Nein! Na, so, ich hab ihn! Oh Gott, ey! Uff! Das ist echt. Der Alligator ist Geschichte. Ah, Davonga-Pirat, du bist ein großer Jäger. Holy shit! Aloha, Pirat! Okay. Speichern. Ja, ich speichere genommen. Wachen, Pilzen. Oh, hier auf die Wachen. Oh. So, wir haben ja hier noch eine Quest mit so einem Schatz. Ja, das kann ich gleich machen. Ja. Ich hab... Na, Schatzkarte von Jim. Meine ist auf der Karte... Ist da ganz unten. Oh, nicht. Nee, eigentlich. Noch. Ich hab deine Pflanzen gefunden. Tawonga, Pirat. Chi, chi. Gute Gabe für die Tonka im Tempel. Was sag ich jetzt, Slick? Sag ihm, dass bei mir alles in Ordnung ist. Gib ihm die Pflanzen. Sie sind für den Tempel der Erde bestimmt. Na dann, vielen Dank. Ich danke dir, großer Tonka. So, das hätten wir auch erledigt. Haben wir die Truhe nicht mehr. Dann machen wir es. Hat mehrere Anläufe gebraucht, aber wir haben es geschafft. Mit dem Alligator alleine zu kämpfen, ist echt schon hart.
So, hier steht ein Stoffball, ne? So, wir können hier ihn. Ich habe den Alligator oben am Fluss getötet. Und du sprichst auch die Wahrheit? Wenn du daran zweifelst, kannst du dich sicher bei den Sammlerinnen erkundigen. Oh no, ich glaube dir. Du bist nicht nur mutig, du bist auch stark. Bekomme ich jetzt deine Waffe? Chi, du bist würdig. Gib mir dafür Gold. Als Opfer für die Ahnen. Wenn du willst, zeige ich dir auch, wie du mit einem Speer kämpfst. Okay. Zeig mir, was du anzubieten hast. So, das ist ja jetzt ganz wichtig, dass wir das hier mitnehmen. Denn damit können wir jetzt allerlei Sachen häuten und alles abnehmen. So, was machen wir aber jetzt mit? Wir können jetzt das mit der Jade noch machen, ja. So. Wir sollen Jade holen. Chi, ich werde gehen. Du musst mich beschützen. Wo geht's hin? Eine Höhle auf dem Weg zum Tempel der Erde. Rechnest du mit Schwierigkeiten? Vorsicht ist geboten. Viele Gefahren bewegen sich auf immer neuen Pfaden. Ich passe auf dich auf. Wenn du es wünschst, gehen wir los. Okay. Gehen wir. Dann folge mir, Pirat. Na gut. Dann wollen wir mal Himiko. Hikiko? Komm ich auf Himiko? Koko heißt sie, glaube ich. Das ist, glaube ich, ausgesprochen. Jetzt gibt es keine Schwierigkeiten. Ach, Mann, haben wir. Kusch, Kusch, geh weg! Ja, sicher auf die Schirme. Danke! Nee, ne? Jetzt können wir die Zähne auch... Bleib dran! Na Mann, mal verkaufen können. Was halt nicht für Ruhe wichtig ist. Ach schau. Kusch, Kusch, geh weg! Sehr schön. Komm mit. Oh Gott, ein Jaguar. Uiuiui. Tanka, du schaffst es. Ja, es ist die Gefahr, ne? Yeehaw. Ja, ich kann jetzt hier nicht sterben. Lauf gerne weiter um mich herum. Das ist, speichern. Warte. Folge mir. Komm mit. Du bist witzig. Wir schützen dich. Ach, das sind ein paar Alligatore und... Okay, Alligator ist nicht, aber, ne? Wenig starke Tiere, der Jaguar. Ein paar Krallenaffen, Wildschweine. Die Schwelle ist ja kurz, krass. Das ist die Jadehöhle. Ab hier übernehme ich. Chi, im Kampf bin ich keine große Hilfe. Besser du wartest hier. Wie viele Brocken brauchen wir?
4 Brocken. Sei vorsichtig. Termiten suchen Schutz in der Dunkelheit. Die Dunkelheit wird sie nicht vor mir schützen. Warum ist sie überhaupt mitgekommen? Okay, es fehlt noch einer. Noch einen. Ich gehe jetzt trotzdem mal hier hoch und ich hab. Kenne ich glaube ich noch. Scheiße, ich war jetzt. Keine Chance machen. Boah, muss man mein Leben atmen. Boah. Ah, hier ist Domsten sehr dunkel. Alter, da unten sind 3 von den Scheißen. Ich muss irgendwie einzeln. Kommt bitte einzeln. Okay, ich muss hier weg. Oh, verdammt. Ganz schnell. Ich dachte, ich anders scheiße.
Okay, wir haben die Pläne weg. So, jetzt reicht mir ja. Mistviecher. Mal gucken, was hier noch so cool. Lass mal speichern. Bevor ich mich mit dem Ruhe anlege. Puh. Na, nicht zu mir kommen, warte erst, wenn du dich nicht regeneriert hast. Vielleicht irgendwas, was mich ein bisschen stärker macht. Permanente Wirkung, kann ich daraus Tränke machen? Das ist die Frage, ne? Weil... ich weiß, dass es solche Pflanzen gibt, aber kann man daraus Tränke machen? Sollte man die halten oder... ich glaube schon, ne? Oh, das kann man so... oh Gott, nee, das ruhig. Nee, ich bin weg. Tschüss. Das... Nee. Das gebe ich mir nicht. Drei Ghule. Nee. Und nun kann einer von Gelle zu mir kommen. Das ist, Ich mach den guten Damage, weil das ist auch gut, aua. Was? Immun? Bitte? Okay. Super. What? Frage, schaffe ich es, die einzelnen zu pullen? Frage, kriege ich die einzelnen gepullt? Meint ihr das nicht? Ja, komm, komm. Warum müsst ihr beide kommen? Warum? Ah, lass mich. Komm. Alter! Das war knapp. Gut, der letzte Hummel noch. Aber ich will jetzt hier hinten noch eine Schatztruhe mit 1000 Gold finden, ey. Das, die sind nicht ungefährlich, die Viecher. Warten wir ein bisschen, bis wir ein bisschen aufgefüllt sind. Und ja. Hätte auch eine bessere Ausrüstung vertragen, ne? Ich finde mir hier auf der Insel in der Stadt einen Händler, der bessere Ausrüstung. Ja, nicht ein bisschen aushalte.
So, ich speichere jetzt hier und dann versuchen wir es. Ich hoffe, hier hinten ist jetzt auch was, was spannend ist. Nee, ne? Hier ist jetzt nichts, oder? Wenn nicht, dann ist einfach nur ein Kreis. Nee, bitte nicht. Oh, komm schon. Hätte ich noch ein Amulett oder sowas? Komm schon. Das kann doch nicht sein. Hier muss was sein. Nur wegen so einem dummen Pilz habe ich jetzt drei Ghule besiegt. Komm schon. Ah, wow. Hier geht's noch runter, ja. Ist hier noch was? Ne, ich glaube, hier kommen wir einfach nur zu Himiko, ne? Himiko, ja, schon wieder. Hikiko, wie heißt. Irgendwas mit H, ja. Ja, super. Wie viel, 7000. Ich würde jetzt sagen, wir machen jetzt hier auf Klinge. Mach mal einen auf Voodoo, weil ich möchte ja Voodoo lernen und... Ja. Ja, hören wir es auf 3. Dass wir das schon mal haben später. Wir können wieder gehen. Dann hast du die 4 Brocken? Tawonga. Gehen wir zurück. Willst du vorgehen oder soll ich dich wieder ins Dorf bringen? Ich gehe vor. Gut, dann sag mir, wenn ich dir folgen soll. Komm mit. Gut. Wir können ja mich jetzt einfach Fuck, und das sieht man. Viel länger. Ich hab noch Grog, oder? Ich hab noch Grog übrig. Komm, ich hier. Nimm eine Flasche. Danke. Eine eingebrochene Grog geben, Alter. Tawonga, wir sind zurück. Geh nun und sieh Kapua. Ono Palava, Gucho. Du warst mit Hikoko draußen vor dem Dorf. Was habt ihr da gemacht? Oh. Das geht dich gar nichts an. Ich bin für das Dorf verantwortlich. Ich muss wissen, was meine Leute machen. Dann geh zu ihnen und frag sie doch. Das werde ich tun. Verlass dich drauf. Mach doch, was du willst. Ich muss jetzt weiter. Capo Gucho. Ja, ja. Ach, komm. Na gut. Ich habe hier 4 Jadebrocken für dich. Hast du Hikoko vor allen Gefahren beschützt? Ei. Tawonga, du hast gut auf sie Acht gegeben. Nimm diesen Stein als Geschenk. So, nun kannst du das Idol bauen. Chi, warte einen Moment. Hier ist das Idol. Also, Tawonga. Gut. Ich glaube, das war für Slick, ne? Ja,
können wir hier machen. Ne? Hier ist die Lieferung für den Tempel der Erde. Ah, sehr gut, Junge. Zeig mal her. Hier ist ein Haufen Grünzeug. Ja, ja, sehr schön. Weiter. Und ein Idol. Das sieht schon besser aus. Aber wenn das nicht im Tempel ankommt, macht mich Crow einen Kopf kürzer. Was ist mit dem Gold? Das hast du doch nicht beiseite geschafft, oder? Na, die Ausbeute war ziemlich dürftig. Es gibt gar kein Gold. Verarsch mich nicht. Glaubst du, du kannst es vor mir verstecken? Geh und hol mir das Gold. Oh, ja, die Ausbeute war ziemlich... 3 Brocken. Was? Da hast du dir doch selbst was eingesteckt. Hey, wenn ich dich zu Crow bringen soll, dann solltest du dich besser an unseren Deal halten. What? Du kannst es gibt gar kein Gold. Verarsch. Als ob ich dir das alles gebe, nie. Warte mal, ich kann... Kann ich laden, ja. Starte. Nö. Ja, sag ich's, wie's ist, da lade ich. Das ist auch wie mein Grafik mit den Kisten. Wenn man da nie niedrige Minuten muss, ne? Wenn ihr ständig abbrechen und ja. Hier und da. Was? Und ein 5 gebe direkt. 5 Brocken. Was? Das soll alles sein? Da bleibt ja kaum was für mich übrig. Oh ja, dann gibt's halt diesmal kein Gold für die Jungs am Tempel. Haben die Molukken dir Ärger gemacht? Eigentlich nicht. Das will ich Ihnen auch raten. Faules Pack. Gibt's auch eine Belohnung für mich? Warte mal. Also, abgesehen von einem Haufen Goldstücke... Rate mal. Einen legendären Gegenstand vielleicht. Jetzt pass mal auf, Kleiner. Du kriegst hier gar nichts. Ich hab gesagt, ich rede mit Crow. Und wenn du mir nicht auf den Sack gehst, dann werde ich das auch machen. Wann? Wann willst du das machen, Slick? Entspann dich, Junge. Uns geht's doch gut hier. Wir kriegen, was wir wollen. Das reicht mir nicht. Ich will zu Crow. Ach, Crow. Der läuft schon nicht weg. Schnapp dir eine der Frauen und amüsier dich. Ich glaube, die Chani hat ein Auge auf dich geworfen. Wann bringst du mich zu Crow? Ich sagte doch. Er heißt Captain Crow. Also mach langsam, Junge. Erstmal muss Jim nüchtern werden. Dann bringt er die Beute zum Tempel. Und dann kümmern wir uns um dich. Also ruh dich aus und schieb dir was Gegrilltes zwischen die Zähne. Und komm nicht auf die Idee, allein zum Tempel zu gehen. Solange die dich nicht kennen, bist du ein Feind. Na gut, dann... Muleke Pasavi Maloche. Na gut. Dann mache ich an der Stelle wieder einen kleinen Cut und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss. Kommt vor.